Oh wei, es wurden Hubschrauber ins Gebäude geflogen. Deswegen ist hier alles abgestürzt. So ein außergewöhnlicher Tag. War zu erwarten. Hätte ich springen müssen. Double Jump. Ach, Schande. Die fahren auf ihrem Bürostühlen. Was zum Henker. Ich musste einfach nur vorwärts. Ja, schönes Pixelblut. So ein außergewöhnlicher Tag im Büro. Ja, das ist wirklich ein außergewöhnlicher Tag im Büro. Okay. Rennen ist hier nicht die Option. Okay. Sprintknopf habe ich hier glaube ich noch nicht. Okay, da muss ich zurückspringen. Verdammt. Ja, habe ich den Doppelsprung nicht gemacht. Ich wollte doch gerade auf den trommelnden Bürostuhl fahren. Okay, ich muss noch ein bisschen früher hier zurückspringen. Was denn? 60 Tode. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Ich mach's ja heute noch dreistellig. Ja, komm. Da muss ein beherzter Doppelsprung drüber. Ja, sehr gut. Und da kommt der zurück. Das gibt's doch nicht. Ach komm. Ach Mensch. Ist doch ekelhaft. Das Blut an den Menschen. Ach Mensch. Ich versuch's doch. Genau in die Zacken rein. Ja. Von der einen Fall in die andere. Das ist natürlich auch nicht gut. Ach komm. Wütender Bang-Bongo-Mann. Hat mich getötet. Rudernder Steffen. Ja. Schön. Zen-Bambus. Nicht übel. Ach, da ist gar keiner. Da ist nichts drin in der ersten Pfütze. Muss gar nicht springen. Verdammt. Ich wusste es und bin schon gesprungen. Ach, verdammt. Den Bongo-Mann muss dann noch überspringen. Sehr gut. Verdammt! 75 Tode. Das habe ich nicht kommen sehen. Ach komm. Diesmal habe ich es gewusst. Bitte lass das ein Checkpoint sein. Sonst wird es wirklich unangenehm. Checkpoints sind ja noch einigermaßen human. Bisher zumindest. Ach Mensch. Rudernde Bürostühle. Ja, das wird immer außergewöhnlicher. Nice. Ach Kacke. Da kamen noch Stacheln aus dem Boden. Das gibt's doch nicht. Das ist. Zum Zuschauen ist das bestimmt ziemlich lustig. Zum Selbstspielen, naja, auch lustig, aber irgendwann ein bisschen weniger lustig. Als Zuschauer wahrscheinlich lustiger als beim Selbstspielen. Das Zuschauen ist lustiger. Na komm, irgendwann ist die Demo hier auch vorbei. Irgendwann muss diese Demo hier vorbei sein. Irgendwann muss dieses Schrecken noch ein Ende haben.
Irgendwann muss ich doch wieder in Frieden sterben können. Ach komm. Die Lampe. Ja, ich bin wieder bei Steffen am Stuhl gestorben. Wütender Bongemann. Und sehr schön. Oh nein. Natürlich kein Checkpoint. Checkpoints. Puh. Im Bad. Ich komme ja aus dem Nix, nicht mal aus einer Pfütze raus. Das musste halt auswendig lernen. Verdammt. 91 Tote, gleich kriegen wir die 100 voll. Okay, da bin ich zu schnell vorgerannt. Sehr toll. Oh nein, wie soll man denn da durchkommen? Oben was, unten was? Muss eigentlich ein Dreifachsprung sein. Ah, gleich habe ich die 100 voll. Nein, nein, sehe ich. 100! Juhu! Habe ich hier meinen Kopfhörer fast kaputt gemacht. Da sind die Stacheln. Nochmal Stacheln wahrscheinlich. Muss man nur einen Sprung. Ah, nicht Doppelsprung, sondern ich mache mal Doppelsprung. Zwei Doppelsprünge hintereinander braucht es hier. Mensch. Drei Zappen hintereinander. Ach komm, ich hab's doch schon geschafft. Ich vergesse das, was da hinten ist. Ich muss einmal Sprung machen, um da durchzukommen. Bei den Dingens. Ja, so nicht. Oh Mann, die Tote häufen sich. So sehe ich das dann wenigstens. Ich springe trotzdem dagegen. Ach komm. Kennt noch nicht. Echt nicht wahr. Tödlich Eissplitter. Und jetzt hier mal. Sehr gut. Checkpoints. Ohoho. Zombie wieder. Hey, aus dem Wolkenkratzer. Hm? Oh, hey, du bist es wieder. Wieder? Ich glaube, das ist unsere erste Begegnung, mein lieber Timmy. Du verwechselst mich vielleicht mit meinem Bruder. Ah, du bist nicht der, den ich umgetroffen habe? Ihr seid verwandt? Oh, das ist mein Bruder. Manchmal bin ich oben, manchmal unten. Man könnte sagen, dass das Leben im Fahrstuhl von Höhen und Tiefen ist. Ah, okay. Warte, ihr wart mal Menschen? In der Tat, wie so früher. Ein Einbrecher, du. Eines Nachts sind wir in dieses Gebiet eingebrochen und haben viele Sachen geklaut. Das letzte, woran ich mich erinnere, wir sind der Fahrstuhlschacht gefallen, als wir versucht haben abzuhauen. Und ich war mir sicher, dass wir sterben würden. Aber dann wurden wir zu dem hier. Ich glaube, die haben auch nicht wirklich tot. Ich wollte es führen, für welchen Tod noch das jetzt verdienen. Oder sehe ich das falsch? Ist das vielleicht das Leben nach dem Tod, von dem die Leute reden? Ich weiß es nicht. Und dann gibt es da meinen närrischen Bruder, der immer noch dort am Leben zu sein. Wir atmen nicht mehr und brauchen weder Schlaf noch Nahrung. Kann man das wirklich Leben nennen? Es wäre absurd, uns lebendig zu nennen, wenn wir kein Leben zu bilden, keine Träume mehr haben.
Wir haben nicht einmal mehr Gefühle oder Bedürfnisse. Ich fühle mich ehrlich gesagt sehr tot. Aber das tut etwas weh. Aber vielleicht definieren du und dein Bruder das Leben einfach etwas anders. Ja, das stimmt wohl. Oh, verzeih mir. Klar, dass du es eigentlich hast. Bitte nur zu, lebe deinen heutigen Tag. Nun, denn ich sollte gehen. Der Tod erwartet mich. Aber natürlich, viel Glück. Und keine Sorge, der Tod wartet auf jeden. Okay. Weiter geht's. Okay, Bürolobby. Natürlich. Natürlich stehen wir auch hier. Da werden wir von einem herabfallenden fallendes Rohr. Ja, wo die Bürotasche ist. Darf man nicht hinspringen. Nur zu 20 schon. Oh Mann. Nichts da, wo die Tasche ist. Und auch nicht dorthin. Vielleicht können wir auf die Pfütze dazwischen springen. Ja, dazwischen. Okay, Doppelsprung können wir wohl hier nicht machen. Und da müssen wir springen. Ach so, ja, stimmt. Zweite Pfütze war's. Da muss ich springen. Ja gut, das muss ich erst lernen. Spring! Falscher Ständer. Ja, springen musst du hier. Mensch, vielleicht muss ich einfach stehen bleiben dort. Aber da bildet sich eine Lücke. Das ist vielleicht ganz gut. Mal hier stehen bleiben. Dann können wir da, glaube ich, rüber. Gut, zu lange sollte man da auch nicht stehen bleiben. Sehr gut. Ich habe ein schlechtes Gefühl davon bei. Hey, Timmy! Hallo, Boss. Alles in Ordnung, Timmy, mein Junge. Mal sehen. Ein Hubschrauber ist in das Gebäude gestürzt. Das Büro ist jetzt eine Ruine. Ich bin mehrmals fast gestorben. Sagen wir einfach, dass ich schon bessere Tage erlebt habe. Naja, immerhin siehst du noch gut aus. Weg, weg, weg. Aber ich muss gestehen, dass es heute recht brutal zugegangen ist. Wohl etwas außerhalb der Komfortzone. Was, Timmy? Du machst ja nicht einmal laute Musik. Wack, wack. Übrigens, der Juan, das ist wirklich keine große Sache. Aber ich habe das Gefühl, dass ich mich verabschieden sollte. Was? Warum die plötzliche Melancholie? Ich habe dir doch gesagt, dass diese deprimierenden Lieder nicht gut für dich sind. Komm schon, Timmy, mein Junge. Nein, das ist es nicht. Du würdest mir nicht glauben. Endboss. Natürlich. Was zum... Okay. Pink Bull. Der macht genau das, was ich mache. Aha. Aber wie soll ich dann... Aber wie soll ich bei dem vorbeikommen, wenn der... Wie soll ich dem schaden, wenn er genau dasselbe macht wie mir? Was ist...
Ah, sehr gut. So machen wir das. Verstehe. Verdammt. Sehr gut. Jetzt müssen wir gucken, wann er hochspringt. Verdammt. Das hat irgendwie eine Taktik. Ja. Jetzt. Sehr gut. Nein. Okay. Sehr gut. Noch lebt er. Verdammt. Müssen immer einen tot machen. Okay, einmal. 3 Leben hat er. Verdammt. Einmal springen ist hier. Das zweite Mal wahrscheinlich wieder durchgesprungen. Nein. Das war wieder zu knapp. Sehr gut. Nein. Na komm, das kriegen wir hin. Nein, Mist. Okay, ich muss mir mal zählen. 1, 2, 1. Okay. Jetzt bin ich raus. Muss man merken, wie viel mal der schnauft. Einmal schnaufen, zweimal schnaufen, dreimal schnaufen, viermal schnaufen, fünfmal schnaufen, sechsmal schnaufen, siebenmal schnaufen, aber siebenmal schnaufen, okay. Zählt das ja auch? 1, 2, 3, 4. Okay, beim vierten Mal macht er 7 und dann 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, das zählt nicht ganz. 1, 2, 3, 4. Sehr gut. Und hier weiß ich es jetzt nicht. Sehr gut. Haben wir geschafft. Yay. Da war es beim ersten Mal. Oh yeah. Boss geschafft. Bin den Boss getötet. Hey. Du, was ist los? Was ist mit meinem Boss geschehen? Erleben das alle an ihrem letzten Tag unter den Lebenden? Definiere das. Das ganz tödliche Stacheln, Farbobesteine, scharfe Bambus, Hai in Pfützprogramm. Ah, das Muahoho. Natürlich, nicht, Dummerchen. Wie gesagt, du bist anders. Du bist etwas Besonderes. Und mach dir keine Sorgen, denn Boss geht es gut. Und wenn das vorbei ist, wird alles wieder normal sein. Denke ich. Also, warum geschieht das? Du willst, dass ich meine Träume erfülle, gibst mir besondere Kräfte und so, aber es geschehen schnell seltsame Sachen. Es kommt mir vor, als würde das Universum versuchen, mich zu töten. Und ich spare dir deine Fragen für später auf, mein lieber Timmy. Ich bringe dich an einen Ort, an dem du so sterben kannst, wie du es dir erträumt hast. Was aber... Wo sind wir denn jetzt hin? Profi-Tipp, bleib am Leben. Act completed. Okay. Ja, das war die Demo, da haben wir sie durchgespielt. Ja, dümm ich nach oben, sollte euch das gefallen haben, sollte dieses Let's Test euch gefallen haben. Vielleicht habe ich es aufgeteilt in mehrere Parts. Es ist jetzt ein bisschen lang gewesen. Naja, habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag und lasst ein Abo da. Ja, ihr wisst, was ihr zu tun habt.
haut rein. Bis dahin und ciao, ciao.